Playmobil, Film, Deutsch, Familie Rossi, das neue Auto. Mal sehen, was passiert. Du Schatz, was meinst du? Ich habe nämlich die neuen Informationen vom Kaufhaus hier in Playmobil City gesehen. Da sollte so ein roter Porsche aufgestellt worden. Nur für 2000 Euro. Ist das nicht toll? Ach, Schatz, also 2000 Euro, wer glaubt? Niemand glaubt das. Also seit wann kostet ein Porsche so wenig? Spinnst du da ähnliches? Das kann wirklich nicht dein Ernst sein, oder? Doch, Schatz, du brauchst nicht denken, dass ich dich verarsche oder so. Das ist sogar ein Cabrio. Der ist wirklich wunderbar. Das alles und die Farbe, die ist sogar rot. Das ist wirklich schön. Wollen wir es uns nicht gemeinsam mit den Kindern angucken? Ich weiß nicht. Na gut, dann rufe ich die. Lena, Emma, Julian, kommt ihr mal runter? Wir wollten euch was mitteilen. Ach, Mann, was ist jetzt schon wieder passiert? Ich wollte lernen und meine Hausaufgaben erledigen, aber nein, wir müssen wieder weg. Und wo geht's jetzt hin? Ach, Kinder, seid euch jetzt nicht so traurig. Wir wollten nur ein neues Auto mit euch kaufen gehen. Oder besser gesagt, angucken. Was? Also wenn das wenn der Satz mit Kaufen abgeschlossen ist, dann komme ich auf jeden Fall mit. Mama, was stehst du da nur so rum? Bist du festgewachsen oder so? Los, lass uns los. Ich will unbedingt ein Porsche oder ähnliches. Vor allem die Farbe in Rot. Na gut, Martin, dann sieht's ja wohl doch so aus, als würden die Kinder das mögen. Also, wir gehen jetzt einfach ins Kaufhaus. Oh mein Gott, Mama, was ist denn hier passiert? Emma, was liegst du da rum? Oh, Entschuldigung, nichts. Ich war nur kurz unter Schock, weil, guck mal, wie viele Autos hier sind. Was ist das denn da hinten? Ist das nicht das Auto? Ich glaub's nicht. Das ist ja das Auto, was ich im Fernseher bei der Werbung gesehen habe. Ein Traumerwagen. Oh mein Gott, ich muss es unbedingt anfassen. Oh, wie schön sich das nur anfühlt. Einfach nur ein Traumwagen und die Alufelgen noch in Rot, genauso wie den Spoiler. Oh mein Gott, und noch ein Spoiler. Ich glaube, es geht los. Oh, hallo, hätten Sie Interesse von diesem Auto? Also, es gibt viele, die sich das Auto wünschen, aber dann ist der Preis viel, viel zu teuer. Für wen ist denn bitte 2000 Euro, bitte viel? 2000 Euro, wo haben Sie das denn gesehen? Also normalerweise kostet dieses Schleppchen ungefähr so 2 Trilliarden Euro. Bitte was? 2 Trilliarden Euro oder war es 2 Millionen Euro? 2 Trilliarden. 2 Trilliarden, weil die Alufelgen, da gibt es noch ein Schleppchen dazu, das wären schon mal 220 Euro. Und der Spoiler, das wären schon 1000 Euro. Und dann noch die ganze Karosserie, das wären dann zusammen 2 Trilliarden Euro. Also das geht ja gar nicht. Das ist ja richtig viel. Moment mal. Ich muss kurz mit meiner Familie reden, ob der Preis in Ordnung ist. Schatz, was sagst du dazu? Ach, Schatz, ich weiß auch nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Also, 2 Trilliarden Euro, das hört sich schon ein bisschen viel an, oder besser gesagt, sehr viel an. Emma, was sagst du? Also, ich könnte sagen, ich könnte dir ja von meinem Taschengeld was ausleihen. Ich habe 2 Cent. Reicht dir das vielleicht? Ach, einmal 2 Cent, das kannst du ruhig behalten. 2 Cent, als ob ein Porsche 2 Cent kosten würde. Also ich weiß jetzt nicht richtig, 2 Trilliarden Euro, können Sie vielleicht den Preis ein bisschen runter machen, denn 2 Trilliarden Euro ist ein bisschen übertrieben. Na gut, keine Trilliarden, aber dann 2 Millionen Euro. Ja, das hört sich schon mal besser an. Bitte was, Schatz? Was hört sich hier besser an? Also 2 Millionen Euro gebe ich niemals aus. Also ich habe zwar so, keine Ahnung, 1 Million Euro dabei. Und du? Ich habe auch 1 Million Euro dabei. Also ist zwar jetzt nicht richtig normal, aber okay. Zusammen sind es 2 Millionen Euro. Gut, dann geben wir es aus und kaufen den Porsche. Der gefällt mir gut, aber leider ist er voll teuer. Moment mal, wir müssen es uns erst von innen angucken. Der ist doch ganz schön, Schatz. Wir brauchen nichts angucken. Also, meine Lieben, ich gehe kurz bezahlen. Ja. Ich gucke mir in der Zeit den Porsche an, wie schön der ist. So, und wir gehen in der Zeit die 2 Millionen Euro jetzt mal bezahlen. Ach, wie schön der Wagen einfach nur ist. Der sieht einfach so toll aus. So. Mir fehlen einfach die Worten. Na gut, Schatz, dann lass uns einsteigen. Die Kinder haben sowieso ganz viel Platz.
Na gut, dann sind alle eingestiegen. Ja, los, Papa, los, fahr! Ich will sehen, wie schnell das Auto ist. Na dann? Na, meine Lieben, wenn es so ist, dann... Oh, das hat nicht richtig geklappt. Das Auto geht ja nagelneu schon aus. Was war das denn jetzt? Du hast nicht richtig Gas gegeben. Ach so. So, meine Lieben, aber jetzt...